Künstler fragen Künstler. Mein Name ist Peter W. Strux und ich begrüße Sie zu der Staffel Kunst gefragt. Mein heutiger Gast, eine Künstlerin des Paul Klinger Künstler Sozialwerks, Heike Baltroweit. Herzlich willkommen, Heike. Ja, herzlich willkommen. Heike, du bist Galeristin und Fotografin in Hamburg und wir sitzen hier in deiner Galerie. Danke, dass ich hier sein darf. Und wir können auch nur ganz kurz erwähnen, dass die Geräusche, die hier so im Hintergrund sind, aus dem Haus kommen, denn dieses Haus wird renoviert. In der Straße gab es hier vor einiger Zeit einen ganz, ganz großen Brand und von daher könnte das ein oder andere Geräusch zu uns dringen. Heike, du hast an dem Projekt Tag der Künste mitgearbeitet und hast gerade eine Ausstellung in deiner Galerie hier. Und du warst mit deinen Werken auf der Messe Kunst auf der Home 2 hoch 2? Home Quadrat, ja. Ja, ja. Okay. Aha, ja. Du hast eine ganze Menge mehr von dir zu erzählen. Was können wir unseren ZuschauerInnen und ZuhörerInnen von dir erzählen? Ja, also ich habe da auch was mitgebracht, was man vielleicht sehen kann. Und zwar ist das hier das Art Storybook. Und in diesem Buch sind eben halt die Bilder, die jetzt hier auch in der Galerie zu sehen sind, abgebildet. Aber das ist noch nicht alles. Also diese Bilder, die kann man sich hier in der Galerie ganz normal angucken. Man kann sie darin sich vertiefen. Aber wenn man möchte, kann man in eine zweite Dimension gehen. Und man kann nämlich Geschichten zu diesen Bildern sich anhören. Und da sprechen wir wahrscheinlich nachher gleich nochmal drüber. Aber das Interessante ist eben halt, dass diese Galerie durch die Geschichten der Besucher lebendig geworden ist. Und dieses Buch auch. Das heißt, wenn ich als Besucher herkomme, kann ich mir die Bilder anschauen, wie in einer anderen Galerie, kann aber auch mit vielen Eindrücken nach Hause gehen oder ich kann auch ein bisschen mehr damit machen, nämlich die Bilder anschauen und wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich diese Bilder mir in einer anderen Form mit einer Geschichte ansehen. Ja, das heißt Tell Your Story and Bring Art to Life. Und die Besucher sind aufgefordert, Geschichten zu den Bildern, die sie sehen, zu erzählen in einem 40-Sekunden-Video. Und wenn man möchte eben halt, kann man durch eine App betrachtet diese Geschichten sich anhören und kriegt dann nochmal so einen ganz anderen Bezug zu diesem Bild. Du hast gerade ein Zeitlimit genannt, 40, 45 Sekunden. Funktioniert das immer oder ist das schwierig? Also das ist schon schwierig, weil also dass Besucher, die hier in der Galerie sind, gerne Geschichten zu den Bildern erzählen. Das kommt immer wieder vor, weil die Bilder sind zwar unbearbeitet, aber man kann, wenn man da ein bisschen eintaucht, ganz viel entdecken. Und dann fangen die Besucher eben halt an, sich mit ihren Erfahrungen diese Bilder zu verknüpfen und zu erzählen, was sie dort drin sehen. So. Und wenn Sie jetzt aufgefordert werden, da eine Geschichte, ein kleines Video zu drehen, dann müssen Sie ja die Gedanken, die Sie haben, auf den Punkt bringen in 40 Sekunden. Und das ist ein bisschen schwierig, aber das ist jetzt hier, die ganzen Bilder hier in der Galerie, bis auf wenige Ausnahmen, sind mit Geschichten verbunden. Das hat also geklappt. Zu den Bildern kann man sagen, es sind zum Teil abstrakte Bilder, die aus der Realität stammen. Mhm. Wie findest du diese Bilder? Ja. Wie bist du darauf gekommen? Hast du das selber gemacht oder lässt du das machen? Wie funktioniert das? Nein, also ich selbst bin ja Fotografin und ich gehe mit offenen Augen durch die Gegend und dann entdecke ich einen Müllcontainer, der sehr interessante Strukturen hat. Und dann finde ich Kompositionen, die ich eben halt aufnehme und dann hier in der Galerie ausstellen. Die sind dann so, wie ich sie gesehen habe. Genau in dem Ausschnitt halte ich sie fest und stelle sie hier aus. Ich glaube, es gibt hier auch einen Postkasten, also einen Briefkasten. Ja, genau, der ist hier. Auf den gehe ich gleich noch näher ein. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Wie bist du darauf gestoßen, mit diesen Bildern auch gleichzeitig Geschichten zu verknüpfen
oder verknüpfen zu lassen? Ja, also der Anfang war eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass die Menschen gerne über meine Bilder etwas erzählen, weil sie entdecken eben halt viel, wie ich eben auch schon angedeutet habe. Und das auch für andere erfahrbar zu machen. Und dazu kommt natürlich auch so mein Faible Medien und Bildung am Anfang meiner beruflichen Karriere, sage ich jetzt mal, dann auch Bildung und Kunst miteinander, nicht Bildung und Kunst, sondern Medien und Kunst miteinander zu verknüpfen und dadurch eben halt noch so ein zweites Erlebnis zu schaffen für die Menschen. Du hast gerade gesagt, am Anfang deiner beruflichen Laufbahn bist du von Anfang an professionelle Fotografin gewesen oder wie bist du zu der Fotografie gekommen? Also ich habe eigentlich angefangen, privat zu fotografieren. Ich bin eigentlich IT-Projektmanagerin. Ich habe 40 Jahre festangestellt, gearbeitet und habe aber parallel immer gerne fotografiert. Und diese Art der Fotografie hat sich immer weiter ausgebildet zu Strukturen, die ich eben halt interessant fand, oder Farben, sodass man nachher auch gar nicht mehr erkennen konnte, was das ursprüngliche Objekt war, was ich aufgenommen habe, sondern man sah dann eben halt diese Farbkomposition. Und und das hat mich eben halt interessiert und habe immer weitergemacht und habe dann auch eben halt Ausstellungen mit meinen Bildern gemacht. Das mache ich jetzt schon seit 6 Jahren ungefähr. Mhm. Ich glaube, wenn ich deine Bilder sehe und nicht weiß, dass sie von dir sind, kann ich doch ein Stück deiner Handschrift darin erkennen. Bekommst du diese Rückmeldung auch von anderen? Also, so dass man sagen kann, das ist doch ein Bild, das könnte von Heike sein, das könnte die gemacht haben. Ja, zum Teil, aber es gibt auch Menschen, die sagen, die denken, weil die Bilder, dadurch, dass ich sie in meiner natürlichen Umgebung finde, sehr unterschiedlich sind. Also da können zum Beispiel Architekturbilder genauso da sein wie Spiegelungen in Scheiben, die dann aussehen, als ob verschiedene Ebenen verschmelzen, denken, dass es von verschiedenen Künstlern sind. Aber das, was du eben gesagt hast, so ein Stil, ja, der Stil ist eben halt so Strukturen, Farben, so Kompositionen festzuhalten. Das sind häufig auch Sachen, die vergänglich sind. Also gerade wenn du jetzt sagst Postkasten. Dieser Briefkasten, der ja hier in Hamburg an der zentralen Stelle steht, dieses Kunstwerk ist nicht mehr zu sehen. Das kann man jetzt nur noch in meiner Galerie sehen, weil der dort wieder überbeklebt und bemalt und so weiter ist und jetzt auch gar nicht mehr als schönes Kunstwerk erkennbar ist. Was hat dich am Anfang so daran gereizt, diese Form der Kunst so zu kreieren und dich damit so zu beschäftigen? Ja, also es ist eigentlich genau die Leute, die sich meine Bilder betrachten, haben mich dazu gereizt, genau das zu machen, weil immer wieder die Frage kam, manche hat es gestört, aber manche haben gefragt, wo ist das aufgenommen? Was ist das denn eigentlich? Was sehe ich denn hier eigentlich? Und dann habe ich angefangen mit Augmented Reality, also zu zeigen, wo der Ursprungsort ist. Und dazu kam dann eben halt das weiterzuentwickeln und zu sagen, ja, die Leute haben auch Geschichten und die sind auch für andere interessant. Jetzt verknüpfe ich das Bild mit einer Geschichte oder mit Tönen. So, das sind alles mehrere Dimensionen, die ich gerne auch für andere sichtbar machen will oder hörbar in diesem Fall. Ne? Das klingt ein bisschen für mich so, wie normalerweise gehen die Menschen ja durch eine Ausstellung, das Bild spricht zu ihnen und regt etwas an. Mhm. Und du greifst es jetzt noch einmal auf und bringst es wieder nach außen, sodass es für mich klingt wie eine Kommunikation zwischen dem Bild, dem Betrachter und dem Bild wieder. Ja, also das ist mir auch wichtig. Ich muss nur auch eben halt gucken, nicht jeder, also es gibt eben halt Menschen, die möchten einfach nur die Bilder sich angucken und die mache ich auch gar nicht darauf aufmerksam. Die gehen aus der Galerie und merken gar nicht, dass die auch noch eine andere Dimension hat. Also ich spreche es nicht immer an. Ich weiß es dann manchmal gar nicht. Aber wenn ich sehe, dass jemand ein, zwei Bilder sich anguckt und ganz intensiv, dann denke ich, ja, das ist auch genug.
Also so, aber ich stelle eben halt auch fest, dass da Leute sich gerne anregen lassen wollen, was Neues erfahren wollen. Und das ist ja eine innovative Methode, die jetzt gar nicht so verbreitet ist. Mhm. Und das zu erfahren, das ist für alle Altersgruppen interessant. So. Und wenn ich dann merke, da gibt es so einen Ansatzpunkt, dann zeige ich auch 2, 3 Bilder. Mhm. Und wer möchte, kriegt das iPad in die Hand und kann auch mehr entdecken. Verschiedene oder alle Altersgruppen? Da springe ich noch einmal auf einen der Eingangssätze, die ich vorhin hatte. Wir sind uns ja zum ersten Mal begegnet bei dem Tag der Künste in einer Schule, wo wir mit 26 anderen KünstlerInnen den Schülern und Schülerinnen verschiedenste Kunstrichtungen nahegebracht haben, mit ihnen gemeinsam etwas erstellt haben. Da hast du auch mit einer Schülergruppe genau diese Arbeiten gemacht. Wie war so deine Erfahrung da? Ja, also das waren ja 10 Schülerinnen, die an dem Workshop, Schüler und Schülerinnen, die in dem Workshop waren, ganz unterschiedliche Kinder, auch zum Teil eben halt Kinder mit Traumaerfahrung oder ein Autist war dabei, aber eben halt auch sehr muntere Kinder und alle, das war faszinierend, haben sich mit den Bildern beschäftigt und wir waren ja 4 Stunden in diesem Workshop. Und es war toll zu sehen, was sie in den Bildern entdecken. Also gerade so 2 Jungen, die waren ja so 6. Klasse, 2 Jungen haben sich hier dieses Bild, kann man jetzt nicht sehen, aber haben sich dieses Bild angeguckt und haben dann eine Geschichte, einen kleinen Krimi praktisch erzählt. Und diese beiden Kinder wurden mir als die Kinder geschildert, die eben ein bisschen problematisch in der Klasse waren. Und die haben sich hier so gut mit dieser Kunst auseinandergesetzt. Es ist faszinierend gewesen, was die Kinder so aus den Bildern macht. Also ich hätte vorher gedacht, naja, wer weiß, ob die überhaupt was mit meinen Bildern anfangen können. Die sind ja abstrakt und es sind ja keine, nicht unbedingt bunte Sachen oder so, die vielleicht sie animieren. Aber das war eine tolle Erfahrung, ja. Ich finde gerade dabei, bei dieser Form von Vermittlung von Kunst und was wir KünstlerInnen machen mit den Kindern und Jugendlichen, immer wieder erstaunlich, auf welche Ressourcen wir bei den Kindern und den Jugendlichen stoßen, was die alles dann so von sich geben können und was aus ihnen herausgebracht wird, weil sie diesen Druck von Noten oder von festen Vorgaben in diesem Moment nicht haben, dem nicht unterliegen. Und sich in dem Augenblick ganz, ganz frei entfalten können. Ja, das hat man gemerkt. Ja. Und schön waren natürlich für die Kinder eben halt auch oder für die Schüler und Schülerinnen eben halt auch, dass auch Technik dabei war. Denn sie haben ja eben halt dieses Art Storybook schon gleich ziemlich am Anfang gekriegt und haben auch eben halt erstmal nur die Bilder gesehen. Und nachher hatten sie praktisch ihre Geschichten lebendig in diesem Buch. Ja. Und das war so ein Wow-Effekt für sie. Also das war richtig toll zu sehen. Es gibt noch etwas anderes, was mit so einem Wow-Effekt ist. Der kommt jetzt oder in absehbarer Zeit auf dich zu, nämlich eine Reise nach Paris. Ja, genau. Nun fahren ja sicherlich viele gerne nach Paris. Es gibt für dich aber einen ganz besonderen Anlass. Ja. Magst du uns davon erzählen? Ja, gerne. Also ich bekomme dort den Woman Art Award. Da werden Künstlerinnen ausgezeichnet, die eben halt so eine besondere Art sich beschäftigen mit zeitgenössischer Kunst. So. Und ich bekomme eben halt den Preis, weil meine Bilder ja eigentlich so eine Zwischenwelt zwischen Fotografie und gemalter Kunst ist. Also bei manchen Bildern kann man eben halt gar nicht mehr erkennen, dass das Fotografien sind, sondern sie sehen aus wie gemalt. Und für diese besondere Sicht bekomme ich eben halt den Woman Art Award. Und der wird dann eben halt nächste Woche verliehen in Paris. Erstmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Und wir werden bestimmt davon das ein oder andere noch näher erfahren. Ich gehe jetzt nochmal an den Punkt, wir sitzen hier in deiner Galerie und da kann man diese Werke, wie du sie beschrieben hast, real ansehen. Wo kann man dich besuchen? Wo finden wir dich? Wo finden die Zuschauer dich?
Ja, also ich bin in Hamburg. Das ist ja so ein szeniges Viertel, das Karow-Viertel in Hamburg. Sehr bekannt bei jungen Leuten auch. Hier gibt es viele Restaurants und nette kleine Geschäfte. Und ich habe hier meine Galerie in der Glashüttenstraße 108 im Karow-Viertel. Und da kann man mich natürlich gerne besuchen. Ich freue mich immer über Besuch. Im Netz kann man dich auch finden? Ja, genau. Ich habe eine Website. Da findet man auch viele News und Geschichten und Interviews, die ich dort praktisch aufführe. www.szenenart.de ist meine Website-Adresse. Und ich bin natürlich auch in Social Media vertreten. Genau. Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, alles, was man so. Wie lange gibt es diese Galerie, in der wir hier nun sitzen? Die gibt es noch gar nicht so lange, also jetzt im Vergleich mit anderen Galerien. Also ich bin im 2019, im März habe ich gestartet. Das war noch ein Jahr vor der Pandemie. Da ging es noch richtig gut. Gibt es schon einen Ausblick, was als nächstes in dieser Galerie hier zu sehen sein wird? Ja, also diese jetzige Ausstellung geht ja bis zum 30. April und am 7. Mai startet schon gleich die nächste, die heißt Rausch und Stille. Das mache ich zusammen mit einer Stralsunder Künstlerin, die hier mit mir ausstellt, und zwar Bildpaare. Also sie fotografiert auch abstrakt, aber sie bearbeitet ihre Bilder etwas und sie ist sehr reduziert, und das Komplexe von mir und das Reduzierte von ihr setzen wir dann gegenüber in Bildpaaren. Und das wird auch im Rahmen der 8. Triennale der Fotografie ein Teil sein, wo am 2. Juni dann lange Nacht der Fotografie stattfinden wird. Und die Galerie ist dann Ausstellungsort von der Triennale Expanded. Das heißt, du machst mit anderen Künstlern und Künstlerinnen einen Austausch, eine Zusammenarbeit, oder suchst diese mit den anderen. Und wie funktioniert das? Kommen die zu dir? Fallen die von dem Gerüst, was hier im Haus war? Oder wie kommt ihr so zusammen? Ja, die kommen hier in die Galerie, gucken sich das an, bewerben sich. Ich kriege auch viele Mails von interessierten und interessanten Künstlern. Und ich wähle es dann nach dem aus, wie es zu meinen Themen dann auch gerade passt. Also das jetzige Jahr ist eigentlich schon voll geplant. Also es gibt dann danach noch eine nächste Ausstellung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Hörerinnen, wir kommen nun zum Ende dieses kleinen Interviews Künstler fragen Künstler. Ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken, und ja, bei dieser Staffelkunst gefragt möchte ich mich natürlich ganz besonders bei meinem heutigen Gast Heike Baltroweit, in deren Galerie wir jetzt hier sind, herzlich bedanken. Danke, dass wir dich besuchen durften, und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder beim Interview dabei sind. Mein Name ist Peter W. Strux, und diese Sendung können Sie in meinem Podcast, in dem Podcast des Paul Klinger Künstler Sozialwerks, nachhören und nachsehen. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Kunst gefragt, Künstler fragen Künstler. Bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Peter W. Strux.